Was wollt ihr? Ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem Grafen von Shiring. Na und? Nein, auf keinen Fall. Lass mal Richard das reden. Hinterlegt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meint ihr das? Wie ich es sage. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt raus mit euch. Gebt uns unser Geld, Mönch. Wenn du nicht das Maul hältst, hole ich einen Stock und lehre dich Respekt. Untersteht euch. Ihr sagt also, es gibt kein Geld? Jetzt hast du es kapiert. Hat er schon mein verpasst. Vater hat aber gesagt... Dann hat er gelogen. Wir sollten mit dem Vogt reden. Es wäre mein Wort gegen das Wort eines Verräters im Kerker. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab Hunger. Er hat recht, oder? Sehen wir vielleicht. An. Er ist nur ein verbitterter alter Mann. Mit dem kannst du es aufnehmen. Ich kann ihn nicht einfach berauben. Dann bring ihn dazu, dir zu gehorchen. Zeig ihm, wer der Herr ist. Du bist jetzt ein Graf. Handle wie einer. Ellie, ich weiß nicht wie. Die Leute respektieren uns nicht mehr. Ist schon gut. Lass mich nur machen. Der will ein Graf sein. Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Zum Beispiel? Vielleicht hat er kürzlich was gekauft, was ein Mönch sich nicht leisten kann. Und die Suche geht weiter. Gut, Ellie. Und dann? Keine Ahnung. Wenigstens sind wir dann sicher, dass er lügt. Vielleicht gibt er es zu, wenn wir ihn bloßstellen. Bist du sicher? Nein, aber man kann ihm ansehen, dass die Schuld an ihm nagt. Er muss Angst vor uns haben. Aber wir sind nur Kinder. Wie sollte er? Behalte ihn im Auge. Ich sehe mich mal um. Na dann. Uns hier umschauen, oder? Das ist zu schwer. Aha. Wahrscheinlich müssen wir uns mal in der Stadt umschauen. Oder auch nicht. Tja, was denn? Da brauchen wir irgendwie Hilfe für. Hey. Wir machen zu. Gehört das euch? Ich wusste nicht, dass ein armer Mönch sich sowas leisten kann. Hm. Geldgürtel vom Vater. Geldbeutel fehlt. Richard, ich hab's gefunden. Aha. Oh nein. Das ganze Geld ist weg. Das hat er wahrscheinlich schon verprasst. Was jetzt? Für Alkohol und... für Frau. Konfrontieren wir ihn damit. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Ich habe das hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Girl. Der Vogt ist ein Bastard. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts.
Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Gebt uns das Geld. Es gehörte einem Hochverräter. Indem er es mir gab, hat er seine Schuld vor Gott bezahlt. Du bist es, der bezahlen wird, du Widerling. Ihr werdet doch keinem Kirchenmann wehtun. Nein. Das würde ich nie. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir verhungern. Dann bettelt um Almosen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele Leute leben so. Gebt uns das Geld. Es gehörte einem Hochverräter, indem er es mir gab. Hatten wir da nicht noch einen Dolch? Ist doch hier noch Vaters Dolch. Das können wir damit hier mal ein bisschen. Ich warne euch, ich habe Freunde in der Nähe. Wenn ihr schreit, dann zeige ich ihnen den biergetränkten Geldgürtel und sage ihnen, was für ein Lügner du bist. Du würdest mir nichts antun. Nein. Richard, stell dich da vorne hin. Was? Warum? Pass auf, dass niemand kommt. Was? Du bist ein Teufel! Jetzt steche ich euch die Augen aus. Eins nach dem anderen. Erst das linke. Nein! Bitte nicht! Wo ist das Geld? Hier! Ich hab's bei mir! Geht doch. Warum nicht gleich? Priester hat einen Großteil bereits ausgegeben. Das war klar. Wo ist der Rest? Weg! Was soll das heißen, weg? Ich hab's ausgegeben. Nehmen wir den Rest und verschwinden wir. Na gut. Eines Tages komme ich wieder und dann rechnen wir ab. Du warst wunderbar, Ellie. Der Kerl war halb tot vor Angst. Ja, jetzt komm. Vater will, dass wir zu Tante Edith gehen. Na dann. Auf der Straße nach Gloucester fingen meine Füße an zu bluten. Ich erinnerte mich an einen Schuster, der in der nahegelegenen Stadt Hastert wohnte. Er könnte uns ein paar Schuhe verkaufen, aber der Umweg würde uns sowohl Geld als auch Zeit kosten. Na dann. Der Schuster war ein schweigsamer Mann, der wenig für Kinder übrig hatte. Als ich nach einem Paar seiner billigsten Stiefel fragte, musterte er mich von Kopf bis Fuß. Dann hob er den Finger und zeigte auf ein Paar, das uns mehr als die Hälfte unseres verbliebenen Geldes kosten würde. Was soll nur ohne gehen? Der Schuster sah uns erneut prüfend an. Sein Blick glitt über Richards Schwert, während er der ungeduldigen, aber gehobenen Art lauschte, wie ich redete. Am Ende hielt er die Schuhe hoch, an denen er gerade arbeitete. Unfertig, grob und zerfranst. Dann nannte er einen Preis, der zwar niedriger war, aber dennoch vollkommen überteuert. Na? Ich merkte, wie Richard mich anstarrte, als ich den Mund verzog und das schäbige Angebot höflich ablehnte. Dann kehrten wir zur Straße zurück, ich immer noch mit blutenden Füßen, und wir nahmen eine Abkürzung durch den Wald, um die verlorene Zeit aufzuholen. Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel, und es wurde bitterkalt. Wir überlegten, ob wir ein Lager aufschlagen und die Gelegenheit nutzen sollten, unsere zerschundenen Füße zu wärmen. Doch unsere Vorräte gingen bereits zur Neige, und es wurde Zeit, dass wir unser Ziel erreichten. Richard war eine Zeit lang stillgeblieben, als ich ihm unser letztes Stück Brot anbot. Onkel Simon wird dich zum Ritter machen, sagte ich. Aber werde ich dann nicht für König Stefan kämpfen müssen? Fragte er zurück und biss von dem trockenen Wecken ab.
Ich sah ihm zu, wie er kaute, und dachte darüber nach, wie erbärmlich und unendlich komplizierter unser Leben geworden war. Und ab. In dem hügeligen Land gab es viele armselige Bauernkarten. Was bis hingeschafft. Wir fragten einen Schäfer nach dem Weg nach Huntley. Noch ein Stück die Straße runter, antwortete er. Ich dankte ihm und gab Richard einen hoffnungsvollen Schubs. Okay, ab nach Huntley. Ein verlassenes Haus. Was haben wir hier? Das Regal. Es ist alles verbrannt und verrottet. Tante Edith und Onkel Simon müssen lange fortgezogen sein. So sieht's wohl aus. Vielleicht haben sie sich irgendwo ein neues Haus gebaut. Ein richtiges aus Stein. Geld genug für ein Steinhaus hatten sie schon immer. Aha, Schutt. Nur noch Schutt übrig. Vielleicht ist das nicht mal das richtige Haus. Doch. Woher willst du das wissen? Es ist lange her, seit wir hier waren. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Hör auf, Ellie, bitte. Sie sind weg. Wahrscheinlich ermordet. Was auch geschehen ist, wir werden sie nie finden. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ort mehr, wohin wir gehen können. Und davon nehmen können wir uns nichts. Aha, dann gehen wir mal raus. Niedergebrannt ist es. Ah, okay. Da haben wir so eine Notiz für. Edith und Simons Schicksal. Alina und Richard hatten eine Tante, die im Dorf Hanley lebte. Alina hat nur wenige Erinnerungen an sie und ihren Mann Simon. Da sie nach dem Tod von Alinas Mutter aufhörten, ihre Verwandten Nurse Kerser zu besuchen. Edith war laut Hörensagen eine schmächtige, nervöse Frau, ganz wie Alinas Mutter und ihr Ehemann Simon ein großer, ernster und wortkarger Mann. Es ist zu vermuten, dass die politischen Unruhen um Alinas Vater zu führen und dass die beiden als Verwandte des Verräters angegriffen wurden, weshalb sie ihr Zuhause, ihre Ländereien und vielleicht sogar ihr Leben geben mussten. Okay, einen Karren haben wir hier. Einen Stall. Dann gehe ich mal ein bisschen spazieren. Was können wir sonst tun? Oh, ein Schäfer. Mit seinen Schafen. Können wir fragen. Nochmal guten Tag. Guten Tag. Nach Huntley geht's dort entlang. Du kannst es nicht verfehlen. Ich weiß. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Leute, nach denen wir gesucht haben, vertrieben wurden. Oh, das ist eine Schande. Was tut ihr da? Meine Arbeit. Meine Frau ist krank und darum muss ich alles allein machen. Muss bis heute Abend fertig sein, sonst schaffe ich es morgen nicht nach Winchester. Warum fragst du? Wir sollten hier bei unserem Onkel und unserer Tante einziehen. Aber da sie fort sind, müssen wir einen anderen Weg finden, uns durchzuschlagen. Wisst ihr, was mit den Besitzern des abgebrannten Hauses dort hinten geschehen ist? Sucht ihr vielleicht nach Simon? Ja, so genau ist es. Genau nach dem. Vor kurzem kam eine Bande Ritter zu seinem Haus. Üble Kerle. Haben alles abgefackelt. Sagten, er sei Teil einer Verschwörung gegen den König, wie sein Bruder, der Graf. Was ist mit Simon und seiner Frau geschehen? Keine Ahnung.
Hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich verstehe. Vielen Dank. Na, nach Winchester will ich noch nicht nochmal zurück. Wir könnten euch helfen, Schafe zu scheren. Nee, an meine Herde lasse ich keine Fremden ran. Außerdem könnte ich nichts dafür zahlen. Wir haben kein Geld. Wer dort gesucht, da nochmal hinzugehen. Uff. Wir könnten eure Wolle nach Winchester bringen. Gefährlich. Ihr könntet zu Hause bleiben und euch um eure Frau kümmern, während wir eure Ware verkaufen. Das wäre sehr freundlich von euch. Aber woher weiß ich, ob ihr den richtigen Preis aushandelt und mir nachher auch das Geld bringt? Das wissen sie nicht, ja. Das weiß er nicht, aber er muss es vertrauen. Was wäre, wenn ich euch die Wolle abkaufe? Aber ich habe kein Geld. Ihr würdet euer Geld gleich jetzt bekommen und bräuchtet nicht mehr zum Markt zu gehen. Und was wir dazu noch rausschlagen können, wäre der Lohn für unsere Mühe. Das wäre eine Überlegung wert. Aber dann müsstet ihr meine ganze Ware kaufen und ich glaube nicht, dass ihr genug Geld dafür habt. Überhaupt keins. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Die Sonne geht bald unter. Nach Winchester wollen wir auch nicht zurück. Okay. Aber was wollen wir hier noch tun? Gib nicht auf! Das hat ja viel gebracht. Oh, wir haben das Geld. Okay, obwohl. Damit können wir. Stimmt, da haben wir Geld. Wir können es mal versuchen. Wie viel kostet ein Sack? Nennt euren Preis. 1,5 Pfund. Oha. Ich kann euch 1 Pfund bieten. Das ist fast eine Beleidigung für mich und meine Schafe. Wie wäre es, wenn ich euch 1 Pfund und 60 Pence zahle? Ein bisschen feilschen. Meine Wolle ist gewiss mehr wert. Ja, mit ihm kann man nicht verhandeln. Ich möchte erst die Wolle sehen. Gut, schau sie dir an. Lass mal sehen. Das ist ziemlich dünnes Vlies. Ich habe die billigen nach oben gelegt, falls es mal regnet. Die weiter unten sehen auch nicht viel besser aus. Nun ja, ich konnte nicht warten, bis die Wolle dichter wurde. Meine Familie ist hungrig und schwach. Ich musste die Schafe diesmal früher scheren. Da muss man doch. Oh, danke, Wiss, für den Lurk. Wiss geht stiften. Dann, dünne Wolle. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich euch so viel zahle wie ein Händler in Winchester. Wieso nicht? Schaut, ich biete euch nicht nur Geld, sondern auch die Gelegenheit, hier bei eurer Frau zu bleiben. Ihr bräuchtet euch über eure Wolle keine Sorgen mehr zu machen, denn das wäre dann mein Problem. Aber das geht nur, wenn ich sie für mehr verkaufe, als ich euch hier zahle. Du bist schlau. Also gut. Einverstanden. 1 Pfund pro Sack. Hier. Ich werde noch die alte Mabel hier scheren, dann bringe ich dir den Rest, den ich habe. Mabel? Vielleicht willst du auch mit anderen Schäfern in der Gegend reden. Das ist ein schöner Name. Auch verkaufen. Oh, das mache ich. Danke. Übrigens, ein Mann hat nach dir gefragt. Er kam hier kurz nach dir vorbei. Ich habe ihm gesagt, du wärst nach Huntley gegangen. Wie sah er aus? Oh, weil. Braunes, lotteriges Haar, Bart, schwarzes Pferd. Vielleicht ist er einfach an euch vorbeigeritten. Die alte Hütte ist nicht leicht zu finden.
Soll ich ihm was ausrichten, das wenn er kann nicht aufkommt? Gut sein. Sagt ihm, wir hätten Huntley verlassen. Das werde ich. Jetzt lass mich die Säcke holen. Ich frage mich, was Richard hiervon halten wird. Dann fragen wir ihn doch. Was haben wir falsch gemacht, Ellie? Warum bestraft uns Gott? Ja. Jammern bringt uns auch nicht weiter. Jammern bringt uns nicht weiter. Wir müssen weitermachen. Oder wir werden sterben. Aber wir können nirgendwo hin. Wir sind jetzt Gemeine. Gemeine, die nie gelernt haben, gemeine Arbeit zu tun. Und wir beide haben Vater einen Eid geschworen. Wenn wir die Grafschaft nicht zurückbekommen, kommen wir in die Hölle. Wir könnten Wollhändler werden. Was wissen wir denn bitte über Wolle? Wir wissen von Mac, dass viele Schäfer über den langen Weg nach Winchester klagen. Was, wenn wir ihnen den abnehmen? Und was ist mit meinem Ziel, Ritter zu werden? Onkel Simon ist nicht der Einzige, der dich als Schildknappen annehmen kann. Wenn wir genug Geld verdienen, könnten wir einen anderen Ritter bezahlen, dich auszubilden. Das klingt nach einem Plan. Das könnte gehen. Nicht wahr? Wir hatten bislang Pech, doch sicher ist nicht jedermann auf Erden unser Feind. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten imstande sein, nach und nach ein Vermögen aufzubauen. Alles, was wir brauchen, ist viel Geduld und Gottes Segen. Ach du Schreck. Oh nein. Richard! Lord Hamley hat mich mit dem Pferd erwischt, das ihr ihm gestohlen habt. Ich wusste doch, dass das nichts werden kann. Ich darf ein bisschen mit euch spielen, bevor ich euch zurückbringe. Der Mann, der nach uns gefahren hat. Bleib weg von ihm! Es war Verteidigung, Richard, es war Notwehr. Richard, alles in Ordnung? Was ist passiert? Oh, du lebst! Du lebst! Warum weinst du? Weil wir beide am Leben sind. Im Nachhinein betrachtet hatten wir Glück gehabt, dass er sich keine Knochen gebrochen hatte. Und dass sein Ohr so schnell verheilt war, nachdem wir die Wunde ausgebrannt hatten. Sonst hätte mein Bruder den Angriff in Huntley bestimmt nicht überlebt. Sobald er wieder gehen konnte, packten wir unsere Habseligkeiten und brachen auf. Und waren dankbar dafür, davongekommen zu sein und bereit, ein neues Leben zu beginnen. Ein paar Wochen später. Im Wollhändler sind sie geworden. Was macht deine Verletzung? Keine Sorge, mir geht's gut. Darf ich fragen, was ihr mit dieser ganzen Wolle vorhabt? Verkaufen. Alinas Notizen über den Handel. Ein weiteres Dokument zum Lesen. Um einen guten Preis zu verhandeln, muss man zuerst die Vorzüge der Ware anpreisen. Alles, was dir einfällt. Du musst deine Waren kennen. Wenn dein Geschäftspartner dann gewillt ist, über den Preis zu verhandeln, darf man es aber nicht mit den Forderungen übertreiben. Wenn man das Doppelte verlangt, wird sich der andere vermutlich vor den Kopf gestoßen fühlen. Wenn man aber zu bescheiden ist, könnte die Ware minderwertig erscheinen und die Verhandlungen uninteressant. Es ist also wichtig, den vernünftigen Preis vorzuschlagen, der über dem liegt, den man selbst erzielen will.
Das Gegenangebot kann dann beide Seiten zufriedenstellen. Bedenke, verhandle klug. Nicht nur beim Verkauf der Ware, sondern auch beim Kauf. Nur so kannst du einen Profit erzielen. So sieht's aus. In der Wollprobe. Na dann, Wollhändler. Oh, das ist Philipp. Nicht schlecht. Das ist eine Menge Wolle, die du da hast. Ich hoffe, du hast nicht vor, einen Wollstand aufzumachen. Mac würde mir die Ohren lang ziehen, wenn ich das zuließe. Wir sind nur hier, um zu verkaufen, nicht um euch Konkurrenz zu machen. Die Wolle kommt von Schäfern in der Nähe von Huntley. Sie gaben sie mir, damit sie nicht selber zu kommen brauchen. Ich verstehe. Gut, ich biete dir hierfür einen Pfund pro Sack. Was? Nur ein Pfund? Das ist ein fairer Preis. Aber das ist das, was ich in Huntley bezahlt habe. Den Wagen, Zölle und Reisekosten nicht eingerechnet. Dann hast du dich übers Ohr hauen lassen. Was? Ich kann ja nicht für deine Fehler bezahlen, oder? Das musst du mit dir selbst ausmachen. Ellie, lass mich das machen. Das war noch nie eine gute Idee. Mein Bruder wurde auf dem Weg hierher zweimal angegriffen und verwundet. Ja, und ohne meine Schwester wäre ich jetzt tot. Euer Geld wird nicht nur die Wolle bezahlen, sondern uns auch dabei unterstützen, unsere Grafschaft zurückzugewinnen. Wenn ihr uns mehr bezahlt, werde ich euch das nie vergessen und euch reich belohnen, wenn ich einmal Graf von Shiring bin. Ich könnte euch sogar ein alleiniges Vorrecht auf unsere eigene Wollproduktion gewähren. Das ist ein klangvolles Versprechen. Und es würde euch kaum etwas kosten. Ihr beiden seid also der Sohn und die Tochter des Grafen von Shiring? Ja. Aber ihr seid nur Kinder. Er wird aufmerksam. Wir werden Geld verdienen. Und ich werde ein Ritter werden und um Ruhm und Ehre kämpfen, bis der König uns unser väterliches Erbe zurückgibt. Das klingt ja alles schön und gut, aber ich kann euch nicht mehr zahlen als das, was ich euch angeboten habe. Dann werde ich beweisen, dass die Wolle den Preis wert ist. Lasst mich noch einmal einen Blick darauf werfen. Müssen wir ein bisschen färschen. Wir sollten doch wissen, woran man hohe Qualität erkennt. Weißt du noch, was die Schäfer dazu gesagt haben? Die Wolle kommt von einer guten Rasse von Schafen. Was sonst noch? Und andere Wolle sieht manchmal fettig aus. Unsere nicht. Sie ist trocken, leicht und weich. Die Wolle ist auch ziemlich stark. Sie hält gut zusammen. Das ist alles, was mir einfällt. Wir können das ja Philipp verkaufen. Wohl nicht. Hast du es dir überlegt? Trocken, sauber, denk nach, stark. Bei diesem Wetter kommen einige Wagenladungen Wolle feucht an. Ich habe darauf geachtet, dass diese trocken und unbeschädigt geblieben ist. Sie ist leicht zu transportieren. Und Kunden kaufen ungern nasse Wolle. Die Wolle mancher Schafe ist brüchig, aber die hier ist fest. Die Schafe hatten ein gutes, gesundes Leben. Sie eignet sich für feinere und stabilere Tuche. Wolle ist oft voller Fett und Dreck. Aber die hier wurde sehr gründlich entschweißt. Sie ist sehr sauber und weich. Selbst kritische Kunden wären davon beeindruckt, das stimmt. In Ordnung. Was für einen Preis stellst du dir vor? Aha. Nicht das Doppelte. Haben wir schon gelernt. Das kann 2 Pfund.
Bleiben wir mal vernünftig. Einen halben mehr und dann sind wir schon für den Anfang. 1 Pfund und 10 Schilling pro Sack. Hör zu, ich gebe dir 1¼ Pfund für jeden Sack. In Ordnung? Du hast ein paar gute Argumente vorgebracht. Deine Wolle ist ausgezeichnet. Na klar, hätten wir handeln müssen. Aber kein Penny mehr. Einverstanden? Ach, das ist. Ja. Ja, komm. Ja, einverstanden. Für den Anfang. 1¼ Pfund also. Sehr gut. Nur damit du es weißt. Wenn meine Herrin mit mir schimpft, kannst du ihr dasselbe erzählen, was du mir erzählt hast. Wir haben jetzt keinen wirklichen Gewinn gemacht. Ich bedanke mich für das Geschäft. Wir haben es geschafft. Sie steigern. Wir haben 60 Pence pro Sack verdient. Das sind 5 Schilling. Eine ganze Krone. Immerhin. Ich weiß, warum Mac dich mag, Aliena. Du bist genauso kaltschnäuzig wie sie. Ich muss sagen, das war beeindruckend. Kann ich euch helfen? Verzeihung, ich wollte mich nicht einmischen, aber... Ich wusste doch, er ist auf Messer geworden. Ihr seid Lady Aliena, nicht wahr? Ja. Und ich bin Lord Richard, Sohn von Graf Bartholomäus. Mein Name ist Philip von Gwynedd. Ich bin der Prior von Kingsbridge. Ich habe von euch gehört. Ihr habt damals vielen Menschen geholfen, die vor den Hamleys geflohen sind. Wir haben nur getan, was rechtens war. Ich kannte euren Vater. Mein Vater kannte viele Leute. Nicht alle waren ihm wohlgesonnen. Ich weiß. Ich würde euch anbieten, euer Geschäft nach Kingsbridge zu bringen. Unser Wollhandel ist fast zum Erliegen gekommen, so Gott vergebe. Dabei haben wir so viele Schafe. Vielleicht könnten wir da eine Vereinbarung finden. Ihr wollt, dass wir Händler werden? Ihr würdet nicht für mich arbeiten. Ihr würdet mit mir arbeiten. Ich kann sehen, dass ihr harte Arbeit nicht scheut. Ich kenne keinen einzigen Novizen, der von sich aus bereit gewesen wäre, einen solchen Karren zu ziehen. Mein Freund Bruder Melius würde gewiss gern mit euch reden. Er geht immer für unsere Priorei zu den Märkten. Was dann lässt es doch ein Tier ausschlagen. Ich überlege es mir. Bitte, überlegt euch mein Angebot. Ihr werdet in Kingsbridge willkommen. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Danke, Vater. Nicht viel später fand ich dann in Kingsbridge ein Zuhause. Sehr schön. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich dort ankam. Ach, das erzählt sie ihm. Jack war da. Oder was? Du? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar 2 Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Und dann vergingen die Tage wie im Flug. Ich ahnte damals noch nicht, dass die beste Zeit meines Lebens und die schlimmste noch vor mir lag. Damit wird das Kapitel abgeschlossen. Die Söhne der Erde, wer den Wind sieht. Kapitel 9, der Schwur. Was du getan hast, oh, einiges haben wir getan in diesem Kapitel. Du hast an eurem alten Stadthaus geklopft und die Hamleys gefunden. Du hast den Mönch angelogen, um eine Unterkunft zu bekommen. Du hast einen Schlafplatz für die Nacht gefunden. Deine Füße schmerzen von der Reise. Du hast gezögert, bevor du deinen Schwur geleistet hast. Du hast deinen Vater ein letztes Mal sehen können. Du hast Richards Leben gerettet. Ihr steht noch beide unter Schock. Du hast den Schäfer 1 Pfund pro Wollsack bezahlt. Du hast einen besseren Preis für die Wolle verhandelt und hast Profit gemacht. Philipp hat dich nach Kingsbridge eingeladen. Es ist ja, glaube ich, ein sehr gutes Ende.